Hallo Leute, das besagte Mainboard ist heute am 18.10.2017 angetroffen. Und zwar habe ich hier einen Intel Core 2 Quad Q6600. Und da habe ich festgestellt, dass ich diesen Prozessor auf dem ASRock 4-Core Dual SATA 2 Mainboard nicht wirklich gut übertakten kann. Maximal 2,5 GHz konnte ich rausholen bei einem Frontside-Bus von etwa 1113 MHz effektiv. Pi mal Daumen. Weil der 4PT880 Pro Northbridge Controller keine 1333 MHz offiziell unterstützt. Naja, dieses Mainboard hier schon. Das ist eines von Gigabyte. So. Naja, ist heute eingetroffen, hat etwa 30 Euro gekostet. Ja, bei dem ist, glaube ich, auch ein Prozessor mit drauf und ja, ein Kühler, wie man sieht, ist auch vorhanden. Ja, und hier, ich dachte erst, hier ist ein RAM-Modul noch mit dabei, aber das ist doch die I/O-Blende. Ja, gut. Wobei, lasse ich erstmal hier drin. Naja, ist ja die I/O-Blende, ne? Ich habe gerade kein Messer zur Hand. Ja, ich guck mal die Mainboard-Bezeichnung. Da steht sie. Und zwar ist das ein Gigabyte GA-945P DS3 mit einem Intel 945-Chipsatz, meine ich. Naja, der unterstützt auch offiziell 1333 MHz. Das ist jetzt nicht so wirklich das berauschende Overclocking-Mainboard, aber besser als das andere. Und ich erhoffe mir mal, dass ich auch den CPU-Multiplikator anheben kann. Ich werde es ja sehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, bei diesem Kühler ist der Lüfter sogar entkoppelt. Das ist auch nicht schlecht. Nun, es hat hier viermal SATA-Anschlüsse, auch vier RAM-Bänke für DDR2-RAM natürlich. Ein Floppy-Anschluss ist vorhanden und hier ein IDE-Anschluss. Dann hat es PCI-Express-Anschlüsse. 3x X1, 1x X16 und 3x PCI. Nun. Ja, so weit, so gut. Hier sind nochmal die I/O-Anschlüsse. PS2, seriell, parallel, 4x USB. Ich glaube sogar Gigabit LAN und die Soundanschlüsse. Auf diesem Mainboard soll, glaube ich, ein Realtek ALC888 Soundchip verlötet sein. Ich glaube, das ist der hier. Ja, kommt hin, denke ich mal. Ja, der Kühler, der kann jetzt erstmal entfernt werden. Hier ist die Backplate des Kühlers. Ja, mache ich das jetzt mal. Ja, eine komische Klammerhalterung. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, Wärmleitpaste ist natürlich hier noch dran. Die werde ich gleich entfernen. Und da ist der Prozessor. Da ist ja auch noch Wärmleitpaste dran. Ich mache jetzt aber erst einmal hier die Halterung noch mit ab. So, dann geht der auch ab und dann kann man hier auf der Rückseite hoffentlich die Backplate auch abnehmen. Sag nicht, die ist da noch angeklebt. So ein Mist. Ich dachte, man könnte jetzt die Backplate hier schön abnehmen, aber Pustekuchen. Ist nicht. Ah, Gott. Weil ich möchte mich nicht mit diesem Kühler hier zufriedenstellen. Muss ich mal gucken, ob der andere Kühler hier montierbar ist. Weil der sieht ja eine eigene Backplate vor. Nein, ist er nicht. Das weiß ich jetzt schon. Blöd, blöd. Ich kriege die Backplate da unten nicht ab. Und der Kühler, den ich hier installieren möchte, der braucht eine eigene Backplate. Das wusste ich ja nicht mit dieser Backplate. Das stand da ja auch nirgends. Ah, vielleicht kann man das ja ein bisschen heiß machen hinten und dann
kann man die da hoffentlich abnehmen, muss ich mal gucken. Ja, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ja, jetzt mache ich erstmal hier die Wärmeleitpaste vom Prozessor ab, damit ihr das Modell seht. Und das mache ich ganz vorbildlich mit Isopropanol, also Reinigungsalkohol. Ja, und zwar, was haben wir denn für einen Prozessor? Nun, gucken wir mal eben. So, hier ist ja der Sockel. Ich nehme euch die CPU mal hier auch aus dem Sockel. So. Genau, dass wir uns den mal genauer anschauen können. Die Kontakte sehen noch in Ordnung aus, da braucht man glaube ich nicht beigehen mit Alkohol. Ja, und zwar, jetzt sieht er wieder schön glänzend aus. Es ist ein Intel Pentium Dual Core, aber nur mit 1,6 GHz aus dem Jahre 2006, ein E2140. Nee, oder 2005, kann auch sein. Ach ja, die beiden Kühler muss ich auch noch abnehmen. Da noch mit Reinigungsalkohol drüber und frische Wärmeleitpaste drauf machen. Mache ich hinter den Kulissen. Ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Hier sind ja die Plastikhaken. Die muss man mit einer Zange zusammendrücken und dann passt, kommt man da schon ran. Geht der Kühler ab. Ja. Ja, nun möchte ich die Backplate bei diesem Mainboard abnehmen. Doch, die ist ja verklebt. Deshalb muss ich da mit dem Heißluftföhn bei. Erst einmal die CPU aus dem Sockel nehmen, zur Sicherheit. So, mal gucken. Ja, mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. So. Gut. So, dann lege ich den Prozessor mal beiseite. So, der sollte ja nicht kaputt gehen. So, dann kann ich das Mainboard umdrehen. Dann erwärme ich jetzt die Backplate hier aus Plastik mit meinem Heißluftföhn. Und mit einem Schlitzschraubendreher versuche ich das dann abzuhebeln. Mal gucken. Ja, das wird noch nichts. So wirklich. Ah doch, hier. Ah ja, die eine Seite ist schon ein bisschen, ja. Gut, ich melde mich dann, wenn die Backplate gelöst ist. Ja, mal hoffen, dass das Mainboard die Aktion mit dem Entfernen der Backplate des CPU-Kühlers überlebt hat. Weil ich doch recht grob vorgegangen bin. Naja, die Backplate des Kühlers kann man nicht mehr verwenden. Naja, die ist auch etwas geschmolzen. Und jetzt ist sie wieder erstarrt. Also die ist jetzt hart, aber gut, dass ich noch eine andere Backplate habe, die auch mit dem Kühler kompatibel sein könnte. Die kannst du jedenfalls wegschmeißen. Aber ja, ich habe das alles jetzt soweit hier runtergekriegt. Ja, noch ein bisschen von dem Kleber ist hier noch mit drauf. Aber den kriegst du nicht mehr ab. Naja. Gut, aber jetzt ist es halt so, dass ich den Brocken Eco hier installieren kann. Ja, gut. Achso, da habe ich immer noch nicht eine frische Wärmeleitpaste drunter gemacht. Verzeiht mir das bitte. Das mache ich dann auch entsprechend. Wenn ich weiß, dass das Mainboard auch funktioniert. So. Ich nehme mir jetzt mal eine Socke 775 CPU aus meinem Sammelsurium. Ich habe ja hier auch ein paar interessante Exemplare. Was hätte ich hier denn Schönes? Hier kann man es glaube ich öffnen. Mal sehen, das ist ein... Ah, ich glaube, das ist der Pentium 4. 651 oder so.
mit 3,4 GHz. Da 651 mit 3,4 GHz. Den möchte ich ja dann auf das ASRock 4-Core Dual SATA 2 Mainboard installieren, wie schon angekündigt. Damit ich dann eine möglichst hohe Single-Thread-Performance erhalte. Ja, ich muss eben die ganzen Prozessoren hier aus der Tüte holen. Naja, da sind noch ein paar AM2-CPUs und AM2-Plus-CPUs mit dabei. Achso, eine Sockel 939-CPU ist auch mit dabei. Ja, dann hätte ich hier auch noch einen. Das ist ein Pentium. Ah, der Dual-Core mit 2,5 GHz. Ach ja. Den könnte ich installieren. Mal gucken, was ich noch Schönes habe. Man muss ja nicht gleich den besten Prozessor nehmen. Naja, den besten in Anführungsstrichen. Ne? Mal gucken, was ist das denn hier noch Feines, wenn die Kamera das scharf stellt. Ach ja, das ist der Pentium 4 631 mit 3 GHz und Cedar-Mill-Kern. Dann hätte ich auch noch den hier. Das ist, wenn die Kamera das auch wieder scharf stellen könnte, ein Pentium Dual Core mit 2,4 GHz. Den nehme ich. So. Und einen Prozessor habe ich da noch in der Tüte. Zeige ich euch auch noch gleich. So. Gut. Hole ich eben auch noch mal aus der ESD-Tüte raus. Dann wisst ihr auch, um was es, was ich da noch habe. Das ist noch ein Pentium Dual Core mit 1,6 GHz. Ach ja, der war von vornherein. Der war bei diesem Mainboard mitgeliefert. Das war der nämlich. Ja, und dann habe ich noch ein Pentium 4 für den Socke 775 mit Prescott-Kern und 2,8 GHz. Der ist in diesem Dell Optiplex SX280 verbaut. Und dann habe ich auch noch den Intel Core 2 Quad Q6600 auf dem ASRock 4-Core Dual SATA 2. Der ja dann auch auf diesem Mainboard hier installiert werden soll, wenn das Mainboard funktioniert. Jetzt könnt ihr mir noch im Zeitraffer dabei zusehen, wie ich aus dem alten System dann das ganze Mainboard ausbaue und den Kühler demontiere.
So, der Lüfter ist montiert, beziehungsweise der ganze Kühler. Ja, was habe ich mich jetzt für diese Ausrichtung entschieden habe, liegt einfach daran, weil ich nicht auf die Ausrichtung geachtet habe. Das ist einfach jetzt so passiert. Naja, da es auch nur ein Testaufbau ist, ist es jetzt eh erstmal egal, wie rum der Kühler hier installiert ist. Ja, das, was noch fehlt, ist der Arbeitsspeicher. Naja, da muss ich jetzt erstmal gucken. Achso, ich sehe gerade, so in der Richtung kollidiert er ein bisschen mit der RAM-Bank, aber mal gucken. Ich glaube, wenn ich hier da in die rote Bank ein RAM-Modul reinsetze, dann sollte das schon funktionieren. Ach ja, ich nehme ganz einfach von dem anderen Mainboard ein DDR2-Riegel weg. Naja, die haben ja funktioniert. So, das hier ist DDR2-RAM mit 1 GB für 667 MHz zertifiziert. Von Nania Technologies. Gut, den möchte ich installieren. Dass man überhaupt schon mal RAM hat zum Testen. Na, ich muss ja gucken, ob das Mainboard funktioniert. So. Gut, der sitzt. Na, noch nicht ganz. Ja, jetzt. Eine Grafikkarte, da werde ich ganz einfach die MSI GeForce 7300 LE einsetzen. Ja, so mache ich das. So, jetzt kommt der für mich spannendste Moment. Funktioniert das Gigabyte Mainboard mit Intel Zocke 775 dennoch? Einmal Netzteil einschalten. Okay, da leuchtet noch nichts auf dem Mainboard. Offensichtlich hat es keine Power-LED. Dann den Einschalter betätigen. Und dann mal schauen, was der Bildschirm sagt. Ah ja. Ja gut, CMOS checks some error. Naja, die BIOS-Batterie habe ich noch nicht reingesetzt. Mit der Entferntaste kommt man ins BIOS. Ah, okay. Bei dem Mainboard mit diesem Design habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das kenne ich eher so von Sockel 7, Sockel 370, Sockel A Mainboards, aber das ist ja schon ein bisschen jünger. Na gut. Gut, auch das DVD-Laufwerk hat er erkannt. Jetzt will ich mal was überprüfen. Ich suche die Funktion, wo man hier den Multiplikator verändern kann, des Prozessors. Ah, hier vielleicht. Das sieht doch besser aus. Okay. Host Clock Control. Aha. Das klingt doch interessant. Also damit kann ich was anfangen. Klingt gut. Klingt schon mal ganz gut. Achso, dann muss ich aber hier genau den PCI-Express-Takt auf 100 MHz festsetzen. Den kann man auf gigantische 150 MHz übertakten. Damit funktioniert allerdings wahrscheinlich keine Grafikkarte. Deshalb macht das keinen Sinn. PCI Express Overvoltage Control. FSB Overvoltage Control. Bis 0,3 Volt kann man hinzufügen. Und auch die CPU-Spannung kann man anpassen. Das klingt doch gut. Was hier mit CIA2 gemeint ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Ja. Fast Turbo, okay. Mal gucken. Also das klingt schon mal ganz nett alles, muss ich sagen. Nicht schlecht. Das ist schon ein recht gutes Overclocking Mainboard. Allerdings fehlen die Kühlkörper auf den Spannungsreglern. Eventuell kann man da nachhelfen. Ansonsten macht das schon mal einen recht guten Eindruck.
So, ich wollte ja ins Bootmenü, Entschuldigung. Das war aber ein bisschen zu schnell angezeigt gewesen. Ah, okay, alles klar. Das wollte ich nochmal wissen, ob das System auch booten kann von CD. Ja, und in dem Falle hat es ja einwandfrei funktioniert. Mal gucken, CPU-Info, was kann ich euch noch anbieten? Mal sehen, was das hier für ein Prozessor noch ist. Ja, das Mainboard funktioniert einwandfrei, obwohl ich es auch mit Wasser abgespült habe. Ja, und woran liegt das? Naja, Wasser ist nur gefährlich, wenn das System auch eingeschaltet ist, wenn da Strom anliegt. Wenn da kein Strom anliegt und man Wasser drüber kippt, dann passiert nichts. Da muss man allerdings nur sicherstellen, dass das Mainboard auch komplett abgetrocknet ist, wie es in meinem Fall ja der Fall ist. Naja, dann funktioniert es immer noch. Also man kann getrost, ich habe auch ein anderes Mainboard, das habe ich komplett mit Wasser abgespült. Das liegt noch in einem Handtuch gehüllt zum Trocknen. Das ist nämlich ein Intel Mainboard mit 775er Sockel und dem 915 Express Chipsatz, meine ich. Naja, was will er denn jetzt noch von mir? Here, you have two CPUs in your system. Und zwar hat das damit zu tun, der Lüfter dreht gerade gar nicht. Ach du Scheiße. Der Lüfter dreht nicht. Na gut, der ist auch nicht warm, aber trotzdem. Das darf nicht passieren. Naja, muss ich mir nochmal die Lüftersteuerung anschauen. Kann natürlich sein, dass der Lüfter mit einer zu niedrigen Frequenz versorgt wird. Aber wenn ich den Kühlblock so anfasse, der ist kalt, also von daher ist mir gerade aufgefallen. Ja, warum er jetzt zwei CPUs meint? Nun, beim Pentium Dual Core hat Intel ganz einfach zwei Chips auf einer Platine vereint. Ne? Das ist genauso wie eine Clarkdale-CPU zum Beispiel, wo man noch ein extra Die für die Grafikeinheit findet. Oder jetzt bei AMDs Ryzen Threadripper Prozessoren, da hat man ja vier Dies. Ah ja, der Lüfter dreht. Okay. Also hat er so eine semi-passive Funktion wahrscheinlich. Das ist ja auch ganz nett. Nicht schlecht. Naja, da hat man ja vier Dies auf dem Ryzen Threadripper. Und so ist es vom Prinzip ja auch bei diesem Prozessor. So, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Soll man eigentlich nicht machen, ich weiß, aber naja. Bisher habe ich dadurch noch kein Mainboard zerschossen. Das einzige Mainboard, was bei mir kaputt gegangen ist, das ist ein altes ECS Elite Group K7S5A gewesen mit AMD Sockel Finnert 62. Ich weiß bis heute noch nicht, warum das Mainboard kaputt gegangen ist. Jedenfalls hat es keinen Mucks mehr von sich gegeben. Das war schon ziemlich bitter gewesen. Naja, das Mainboard habe ich sozusagen entsorgt, das habe ich jetzt nicht mehr. Naja, das war aber auch nur das einzige Mainboard. Naja, und dann habe ich ja noch viele Mainboards erhalten, die von vornherein schon defekt waren. Naja, die habe ich natürlich dann nicht kaputt gemacht. Die waren ja schon so, wie ich die bekommen habe. Nicht mehr lauffähig. Gut, dann hoffe ich doch mal, dass das mal wieder interessant für euch war, der Videobeitrag. Und dann bis zum nächsten Mal. Gut, das war jetzt nur ein Video über das Gigabyte Mainboard. Es funktioniert. Und die Backplate habe ich abgekriegt von dem alten Kühler. Ja, und in einem anderen Video, da möchte ich den Intel Core 2 Quadro 6600 auf diesem Gigabyte Mainboard bis aufs Äußerste übertakten. Ja, und mit dem EKL Alpenfin Brocken E-Core habe ich auch einen potenten Kühler dafür. Mal gucken, was ich rausholen kann. 3,4 GHz, 3,5, 3,6, mal gucken. Wir werden sehen. Und dann werde ich auch mit Cinebench F15, ich werde wahrscheinlich Windows 7 64-Bit installieren, muss ich mal gucken, werde ich dann immer Benchmarks durchführen mit dem Multithread-Benchmark von Cinebench, dass wir die Leistung bei verschiedenen Taktfrequenzen auch vergleichen können. Ich bin schon gespannt und ihr bestimmt auch. Bis dahin.